willkommen bei OS1 TV. Wir sind umringt von jubelnden VfL-Fans. Die sind alle siegestrunken schon und vielleicht auch schon so ein bisschen betrunken. Und die Fans, die sind großartig drauf. Und das gucken wir uns jetzt auch mal an, wie großartig die drauf sind. Geil, einfach toll. Nach dem 3-2 für HSV, alles war ruhig. Und ich sag, 108 Minuten war es. Ich sag, wir führten 2-0 in der 78. Und HSV führt nur 3-2. Und was war es nachher? Geil. Was sagen Sie zu diesem Spiel? Einfach nur herrlich und verdient gewonnen. Eine super Veranstaltung unserer Mannschaft. Herzlichen Glückwunsch, das kann nur so weitergehen. Ich bin sehr stolz. Warum? Erzählen Sie mal, wie groß ist die Freude? Ja, so groß. Ein einmaliger Tag. Ich fahre seit 60 Jahren nach Osnabrück, aber dies war der schönste Fußballabend. Alle haben gedacht, der HSV ist der große Favorit, VfL 2-0 geführt. Dann kippt das Spiel, sieht 3-2 hinten und alle haben gedacht, das war's. Dann kommt der VfL zurück, das macht den Pokal aus. Und zum Schluss hat der Glückliche gewonnen, VfL hat gekämpft, das Stadion stand dahinter und wir sind eine Runde weiter und das ist verdient. Das war so wahnsinnig, also mir war schon schlecht zwischendurch. Aber ich gönn's dem VfL, die haben ja sehr gut gespielt, oder? Aber auf jeden Fall. Ja, und wie stolz sind Sie? Wir sind sehr stolz. Wir sind stolz wie Oscar. Wir haben einfach fantastisch gespielt von der ersten Minute ab an. Circa zweite Halbzeit waren wir kurz mal einen kleinen Leerlauf, aber sonst top. Bin stolz auf die Osnabrücker. Ich bin total begeistert. Ich finde, der VfL war heute wirklich überlegen. Das muss man sagen. Und ich finde, na gut, in der Verlängerung waren wir natürlich schlapp. Aber wir haben trotzdem das 3-3 gemacht und verdienter Sieg. Ich glaube, gibt es das war Fußball par excellence heute. Ja, genau, das kann man sagen. Also wirklich, man muss sagen, ich finde es total beschämt, dass das im Fernsehen, im ZDF irgendwie hier so ein Spiel über Köln-Wolfsburg übertragen wird. Und so eine Nummer hier, oder auch von mir aus Lübeck gegen Stuttgart, ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist, aber das sind doch Spiele, die wollen doch die Leute sehen. Und die wollen halt eben nicht so ein Bundesligaspiel sehen, was sie jede Woche sehen können. Ja gut, ich muss ganz ehrlich sagen, es war ein super Spiel und wir haben eine tolle Leistung gesehen von beiden Mannschaften. Ja gut, der Osnabrück war klar der Favorit und gerade in der zweiten Halbzeit haben wir sehr viel Dampf gegeben und ich glaube, wir haben zu Recht verdient gewonnen. Ja gut, was ist denn da los jetzt?